Erlaube ich mir eine Zwischenbemerkung zu machen. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Das haben wir heute erneut. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident. Das war Martin Schulz mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für mehr Demokratie. Hören wir noch mal rein. Das Zeigen des Hitlergrußes sei unappetitlich. Das Zeigen des Hitlergrußes sei eine Straftat, die strafrechtlich verfolgt werden muss. Die Art der Rede, die wir hier gehört haben, noch einmal die Eindimensionalität komplexer Strukturen im 21. Jahrhundert. Die Reduzierung auf ein einziges Thema, das ist ein Stilmittel, das bekannt ist. Das wird kombiniert, Herr Präsident, bin sofort fertig. Es wird kombiniert mit Aussagen wie, das tausendjährige Reich sei ein Vogelschiss. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Herr Kollege Gauland, Sie können auf die Zwischenbemerkung antworten. Das ist nicht mein Niveau, auf dem ich mich mit Ihnen auseinandersetze. Dieses Niveau, das hat es schon mal in diesem Hause gegeben. Da wollen wir bestimmt nicht hin. Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun, was ich gesagt habe. Und das wissen Sie auch. Es ist der Versuch, uns sozusagen aus dem demokratischen Konsens auszugrenzen. Das machen Sie. Aber das wird Ihnen nicht gelingen, Herr Schulz. Um die Erregung wieder auf das erträgliche Maß zurückzuführen, muss ich die Bemerkung machen, Herr Kollege Schulz, üblich ist bei uns, dass wenn auf eine Zwischenbemerkung geantwortet wird, das ist nicht in der Geschäftsordnung vorgeschrieben, deswegen habe ich nicht interveniert, aber üblich ist es, dass man die Antwort stehend entgegennimmt.